Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man diesen unglaublich leckeren Cheeseburger al Pastor macht. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Momentan habe ich einen großen Faible für mexikanische Gerichte. Ihr habt in den letzten Wochen sehr viel Cochinita Pibil und Taco-Rezepte bei mir gesehen und heute gibt es einen mexikanisch inspirierten Burger. Die grundsätzliche Rezeptidee basiert so ein bisschen auf der mexikanischen Marinade, die für Gerichte al Pastor, also nach Pastorenart, verwendet werden. Ich habe das jetzt ein bisschen freier interpretiert, man benötigt auf jeden Fall mexikanische Chili. Und so nehmen wir Chipotle in Adobo aus der Dose, Knoblauch, rote Zwiebeln, ordentlich schwarzen Pfeffer und eine Guajillo-Chilischote. Das ist die zweithäufigste Schote von Chili, die in der mexikanischen Küche benutzt wird. Dann nehmen wir Jalapenos, den Essig von eingelegten Jalapenos, Chiliöl, Worcestersauce, mexikanischen Oregano, Salz, Achiote-Paste und mixen das Ganze einmal ordentlich durch. Und dann erhält man, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Paste, die ich jetzt so hälftig trenne. Also 3 Esslöffel nehme ich beiseite und gut 2,5 bis 3 Esslöffel habe ich über. Jetzt nehme ich 300 Gramm Schweinehack, 300 Gramm Rinderhack und würze das Ganze mit diesen 3 Esslöffeln von meiner wunderbaren Gewürzpaste. Und dann forme ich daraus Burger Patties. Schön 200 Gramm schwer, ruhig ordentliche Mopeds. Beiseite stellen und die restliche Marinade vermische ich mit etwas Mayo. Das kühlt die Schärfe etwas herunter und ist wirklich ein sehr schmackhaftes Burger-Topping. Dann brauchen wir noch Ananas. Ist auch ein Bestandteil von al Pastor-Gerichten. In dem Fall habe ich jetzt hier frische Ananas, habe ich bereits geschält. Schneide ich in Scheiben und entferne natürlich noch den Strunk aus der Mitte. In der Zwischenzeit habe ich natürlich meinen Landmann Kepler 600 Kohlegrill bereits vorbereitet und grille nun die Fleischpatties ca. 3,5 bis 4 Minuten von jeder Seite, wobei ich nach 1,5 bis 2 Minuten grob einen 90 Grad Dreher hinlege, damit ich ein schönes rautenförmiges Muster auf dem Burgerfleisch bekomme. Was ich persönlich sehr schön finde, ist die Farbe. Also die Mischung aus dem Rinderhack und dem Schweinehack in Kombination mit dieser Gewürzpaste macht wirklich eine sehr, sehr tolle Farbe von dem Burger Patty. Und wenn euch das jetzt alles viel zu schnell ging mit den Zutaten, sei ein kleiner Hinweis gestattet. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich eine komplette Auflistung für diese al Pastor Marinade und den Burger. Dann grillen wir auch, das darf jetzt nicht ganz so lange drauf bleiben, sonst verbrennt die sehr schnell, die Ananas bei direkter Hitze. Auch hier kann man, wenn man möchte, ein kleines Rautenmuster einarbeiten. Da diese aber bereits sehr reif ist, braucht die auch gar nicht lange. Wer keine frische Ananas verwenden kann, kann natürlich auch auf eine gesüßte Dosenananas zurückgreifen. Ist meines Erachtens am Ende im Geschmack gar nicht so ein großer Unterschied. Wenn dann meine 3 Minuten bis 4 Minuten für das Patty von der zweiten Seite auch vorbei ist, lege ich das Patty auf indirekte Hitze und toppe das Ganze mit der Ananasscheibe. Etwas Käse obendrauf, Deckel schließen und dann lassen wir unseren Burger gar ziehen. Dann können wir auch gut 5 Minuten später, wenn der Käse dann geschmolzen ist, mit dem Zusammenbau vom Burger beginnen. Wir starten mit einem Brioche-Brötchen. Hier kommt ein Esslöffel von der al Pastor Mayo drauf, nenne ich es mal. Etwas Salat für den frischen Kick. Gerne Tomaten. Dann das Patty mit dem Ananasring obendrauf und dem zerlaufenden Käse. Frische Avocado, wer möchte. Und natürlich den oberen Teil auch wieder mit etwas Soße bestrichen. Und fertig ist ein unglaublich leckerer, saftiger Burger. Schöne Mischung aus frischen Zutaten, Avocado, Tomate, Salat und einem sehr würzigen Patty. Die Würze wird etwas aufgefangen von der Frucht der Ananas. Und ja, das Ganze ist auch innen drin sehr, sehr saftig. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Cheeseburger al Pasto kann mittlerweile jeder machen. Wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Natürlich werde ich das Ganze wie immer jetzt probieren. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, wäre es cool, wenn ihr das nachholen könnt. Checkt auch mein neues Buch aus. Barbecue the American Way mit vielen Tex-Mex-Gerichten ist ab sofort erhältlich oder übermorgen oder so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.